Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Aqueducts Team Himmel. Im letzten Part haben wir die Bonus-Episode von Flofolofia erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt geht's in der Hauptstory weiter. Wir hatten ja das Shamendorf fertig erkundet und diesen Himmelsgipfel oder so. Und ja, dann müssen wir, bei mir war es jetzt eine Mission machen. Und dann steht hier ein Pantimos. Ich habe auch das Lager und so etc. ausgemistet. Und ja, hier steht jetzt ein Pantimos. Hallo, ich habe den Tag wie immer mit Akkunden verbracht, ja, wie immer aus tatkräftig. Schon gehört die Geschichte des großen Kunden aus Xerox. Xerox war ein Kunde der Extraklasse, dessen Ruf sich weit, dem er diese Welt hinaus verbreitet hat. Wohl war, er hatte einen Ruf, dem alle Kunden nacheiferten. Aber dieser große Erkunder wurde als vermisst gemeldet, als er die Blizzard-Insel tief im Südwesten erkundete. Viele Erkundungsteams machten sich auf, um diesen Erkunder, großen Erkunder zu retten, doch ein Team nach dem anderen gab durch die bitterkalten, wirbelnden Blizzards auf, bis sich kein Team mehr wagte. Diese Geschichte liegt viele Jahre zurück. Dazu kamen viele Gerüchte. Eins lautete, dass der Erkunder Xerox nach einem unglaublichen Schatz gesucht habe. Ihr seid unglaublich, Team Pokepark rettet die Welt und so. Kein Erkundungsteam hat sich auf die Blizzard-Insel gewagt, seitdem die Rettungsversuche damit scheiterten. Wäre es vielleicht etwas für euch, Team Pokepark? Da, wie ich gehört habe, liegt die Blizzard-Insel im Südwesten der Karte. Ui. Wir haben bald die komplette Karte aufgedeckt, Leute. Na, die Wolken über dem Eisgebiet und seiner Umgebung haben sich verzogen. Damit ist es möglich, dass du jetzt auf die Blizzard-Insel gelangen kannst. Yeah! Auf der Blizzard-Insel, Leute, ist mein Team komplett... Ja, Haru ist dabei, alles klar. Blizzard-Insel. Huh. Ja. Und Haru kann endlich mal wieder dabei sein. War der auf dem Himmelsgipfel dabei? Ich glaube... Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht. Super, wir sind auf der Blizzard-Insel und wir müssen jetzt den... Den großen Erkunder. Xerox. Versuchen zu retten. Hätte ich vielleicht gucken sollen, ob ich Haru mittlerweile entwickeln lassen kann? Level 34? Na, weiß man nicht. Genau, auf der Mission bin ich übrigens auch ein Level aufgestiegen. Das heißt Level 42 jetzt. Also bei dem Job eben. Den ich hier vorgemacht hatte. Ja, ich mache die Jobs halt immer offscreen. Ich finde, das ist, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen besser, finde ich. Der müsste diesen Job nicht noch sehen. Ist ja auch nicht unbedingt nötig. Ist ja nur ein Job. Wir haben... Was haben wir bekommen? Es waren zwei Jobs insgesamt. Wir haben insgesamt 800 Poke und Zinkband bekommen. Und halt insgesamt noch... Oh, danke. Und 300 Erkunder-Team-Punkte, glaube ich. Ja, ich glaube, das waren 300. Jetzt hat der Ausdauer. Ich glaube, das geht mit Eisendorn oder so. Wird Ausdauer doch übersprungen, oder nicht? Nein, wird's nicht, okay. Schade. Chaos-Samen brauchen wir auch nicht unbedingt. Ich kenne die Blizzard-Insel gar nicht mehr wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen die hat. Ich schätze jetzt auch mal wieder so... So um die 20 vielleicht. Schätze ich jetzt mal. Sind ja so diese Standard... Dungeon... Ebenen auf dem jetzigen Stand. Es gibt zwar Dungeons so mit 99 und sowas, aber das sind dann ja diese Special Dungeons, sag ich mal. Ja, meistens sind das ja so 20 Ebenen. Gucken wir mal. Ist die Musik irgendwie verschnellert? Ich habe das Gefühl, die Musik ist verschnellert. Radar-Orb brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber nur noch zweimal noch zweimal können wir es einsetzen. Oh mein Gott. Dadurch wird das Tempo von Eis-Pokémon meins erhöht. Oh, echt? Wusste ich gar nicht. Komm, knack Leon. Sattgrab. Du schaffst es alleine. Nice. Ja, knack Leon hat immer noch das EP-Band, was ihm Erfahrungspunkte gibt. Wie mache ich das jetzt? So. Genau. Was ihm Erfahrungspunkte gibt, wenn er Schaden erleidet. Ist ziemlich cool eigentlich. So kann Knackleon manchmal ein bisschen was an
War das jetzt ein Fehler? Nee, ne? Nee, noch ein Einsatz, okay. So kann Knacki ja manchmal ein bisschen, jedenfalls ein paar Erfahrungspunkte und Level aufholen. Liegt ja noch ein paar Level zurück, das kleine Knacki und... Aber naja. Okay, es war Reflektor, okay. Es war Reflektor. Gut, ist jetzt nicht so die TM, die ich unbedingt brauche, aber naja. Ich war nämlich gerade überlegen, ob ich noch zurücklaufe und mir diese TM hole. Aber dann hat Knackleon sie schon aufgehoben. Was ziemlich gut war. Und, oh kacke. Na, schafft das? Oh, er hat's geschafft, nice. GG. Den Orb brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ja, Muntier hebt den schon auf. Cool, Muntier. Mach was damit. Top-Elixier nehmen wir gerne mit, auf jeden Fall. Blizzard-Insel. Ach ja. Blizzard-Insel E9. Obwohl, ich denke so bei, weiß nicht, Ebene 15, 16 so, werden wir wahrscheinlich wieder so einen Mittelplatz finden. Oder halt echt erst ab irgendwas mit 20. Ich habe keine Ahnung. Ach man, lassen wir uns mal überraschen. Ich habe auch keine Ahnung, was wir am Ende finden werden. Ich bin irgendwie der Meinung, es war irgendwie das Xerox oder so eingefroren war. Ich habe aber echt keine Ahnung. Dafür habe ich das Spiel so einfach zu lange nicht mehr gespielt und an diese Stelle, also diese Stelle allgemein auch zu selten gespielt. Die ganzen anderen Sachen, die Hauptstory und so, das habe ich immer, ich habe das Spiel so oft gespielt. Nur halt, hey, Portugal, cool, nehmen wir auf, klar. Nur normal komplett durchgespielt und nicht noch diese ganzen Bonus-Sachen hier gemacht. Das habe ich, glaube ich, alles nur einmal gemacht. Das war bei Erkundungsteam Zeit. Da hatte ich das Spiel auch komplett durch. Komplett. Ich glaube, ich hatte also nicht alle Pokémon und so im Team gehabt, aber alle Legendären hatte ich, glaube ich, im Team. Und Level 99 hatte ich mein Team, mit dem ich halt immer gespielt habe. Und so weiter und so fort. Das war schon krass. War schon krass. Ich hatte damals auch, es gab diese, ich weiß nicht welche Zeitschrift oder so, man konnte man abonnieren, irgendeine Zeitschrift oder so, hatte ich abonniert. Und da war dann halt jede Woche oder jedes Mal, wenn ich diese Zeitschrift bekommen habe, war die komplette, also Komplettlösung von Mystery Dungeon Team Zeit und so drin. Und daher hatte ich halt auch alle Codes und wusste halt genau, was wo was ist und so. Dadurch konnte ich das Spiel halt erst recht komplett durchzocken. Ich habe auch damals dann nichts anderes mehr gespielt, glaube ich. Ich hatte nur die ganze Zeit Mystery Dungeon gesuchtet. Bis ich es halt dann fertig hatte und keinen Bock mehr auf dieses Spiel hatte. Weil ich es einfach dann so über... Ich habe es überzockt. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr ein Spiel so lange spielt oder so viel spielt, so intensiv spielt, dass ihr dann keinen Bock mehr drauf habt. Und Moment mal eben, ich merke, wird gerade angezeigt, Updates. Ja, erinnere mich später nochmal. Alles klar. Ja, nächste Etage. Ich habe auch, Alter, ich habe gestern alle meine Steam-Spiele geupdatet, also die halt Updates zur Verfügung hatten. Ich glaube, ich hatte zwei neue Spiele halt, hatte ich mir geholt. Und dann noch irgendwie 10 Updates oder so für Spiele. Oi. Ich habe ja schon öfter von meiner Internetleitung erzählt, ne? Die ist halt zum Kotzen. Die ist kompletter Müll. Und dadurch hat es einfach den ganzen Tag gedauert, bis ich diese verdammten ganzen Updates gemacht habe, diese beiden Spiele runtergeladen habe. Heilige Scheiße. Das war so nervig. Es war so verdammt nervig. Glaubt ihr gar nicht. Ich war froh, als es alles fertig war. Vor allem Ark. Ich habe das Gefühl, Ark kommt jeden Tag ein neues Update raus. Und das nervt total. Weil ich halt keinen Bock habe, dieses Spiel dauernd zu downloaden, weil es halt einfach Ewigkeiten dauert. Bei meiner Leitung und weil die Updates ja auch immer so riesig sind. Habe ich das Gefühl zumindest. Und dann haufen sich halt diese ganzen Updates an.
Und irgendwann muss ich dann halt so viele Updates bei Ark machen. Das ist unglaublich. Unglaublich nervig. Feuersturm. Na, bist du das Enteron? Ja, Feuersturm. Feuersturm ist cool. Feuersturm ist eine coole Attacke. Kann ich dann später Knackleon beibringen? Schätze ich mal. Ja, doch, mache ich wahrscheinlich. Toll, ich dachte gerade, links ist dann die Sackgasse und rechts ist der Weg weiter, aber nein, andersrum. Toll. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Opa. Habe ich endlich mal meine ganzen Spiele geupdatet. Geh da. Dahin, danke. Und bitte eine Sinelbeere. Ach, ich muss das gar nicht werfen, ne? Stimmt. Oh, herrlich. Herrlich. Oh, das habe ich damals gehasst in dem ersten Teil. Das habe ich damals gehasst. Echt. Das war so schlimm. Immer dieses Item werfen zu müssen. Dann ist es meistens auch daneben gefallen, also auf den Boden wieder gefallen, weil das Pokémon es nicht haben wollte. Och, war das ätzend. Das war so ätzend. Naja. Hallo Meryl. Okay. Cool. Level 36 Haru. Also wir können ihn auf jeden Fall gleich entwickeln, glaube ich. Ich glaube, wir können ihn... Ja, doch, ich schätze schon. Ich schätze schon. Wir sind bei 11 Minuten. Okay. Ich dachte gerade, ich habe das Gefühl, wir sind schon länger in diesem Part. Ha. Echt jetzt? Einschlafen. Mann. Ich hätte gehofft, dass Haru ihn tötet. Tötet. Besiegt. Ich sag immer bei Pokémon, dass es die Pokémon tötet, aber es ist ja eigentlich, es ist ja nur besiegen und nicht töten. Ja. Wäre auch ein bisschen doof, wenn es töten wäre, oder? Naja, ist ja auch egal. Och, Botogel, komm schon. Geh weg! Geh weg! Danke. Hat's geschenkt eine 50%ige Chance, dass es heilt oder Schaden zufügt, oder was ist da mit dem Item los? Weil bei uns hat's ja, also bei hier, Shilast, also bei uns hier. Nein! Lunk-Attacke wurde aufgehoben, deine Mutter! Manu! Ist doch nicht deine Ernte. Bei uns hat's ja nicht Schaden zugefügt. Oder nur, wenn das Pokémon nicht volle KP hat oder so? Ich habe keine Ahnung. Eieieiei, Enteron macht Schaden bei... Uiuiui. Wir sind bei Ebene 20, also ich hab, wie es aussieht, bin ich ganz gut mit den Ebenenanzahl dabei gewesen. Mit der Ebenenanzahl, irgendwas mit 20. Kommt ganz gut hin. Wie es aussieht. Vielleicht kommt es auch noch bis 30 oder so. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Aua. Eieieiei. Ist auch ein starkes Pokémon. Keifel. Ja, nice. Okay. Wir sind jetzt... Oh, hä? Habe ich Strangle nochmal gesprochen. Dort zieht sich eine riesige, zerköpfte Schlucht durch die Eiswand. Anscheinend führt sie in eine Reihe von Höhlen. Das ist der Eingang zu einem weiteren Dungeon. Ah, okay, cool. Das heißt, wir werden jetzt zurückgehen. Haru entwickeln. Kann ich mal... Danke. Lagern. So viele. Oi, oi, oi. Haru entwickeln und dann wieder herkommen. Weil wir den Dungeon jetzt normal betreten können. Außerdem... Ne, nur außerdem gibt es eigentlich gar nicht. Slimekost lagern, Scannerband und Heilband lagern. Genau, nehmen würde ich gerne nochmal ein paar Äpfel. So. Und... Ne, speichern tun wir jetzt nicht. Wir gehen kurz zurück. Ja, wir möchten zur Toaido-Klippe. Ach, dann schlafen wir noch eine Runde. Okay, dann schlafen wir halt noch eine Runde. Und ja, ich hoffe mal, wir können Haru entwickeln. Das wäre auf jeden Fall cool. Haben wir ein Vibrava, glaube ich, ne? Heißt es so? Ich glaube, es heißt Vibrava oder Vibraba oder irgendwie so. Letzte Entwicklung ist halt Libeldra, glaube ich. So heißt sie. Ja, ich glaube schon. Mann, ich habe viel zu wenig Pokémon gezockt. Oder viel zu lange kein Pokémon mehr gezockt, sagen wir so. Wo müssen wir hin? Glitzerquelle war das, ne? Genau. So, welches Pokémon soll sich entwickeln? Ja. Entwickeln. Welches Pokémon strebt nach einer Entwicklung? Haru strebt nach einer Entwicklung.
Haru, du sollst dich in Vibravo entwickeln. Ja. Nein, wir machen das. Lass uns beginnen. Haru verändert sich. Haru sieht ganz anders aus. Knackler entwickelt sich zu Vibravo. Nice. Ein Team hat sich... Achso, das aktive Team wird aufgelöst? Oh. Ich weiß noch nicht, wann sich Vibravo in das nächste, in die nächste Dings entwickelt. Ich kann ja mal gucken, ob sich das jetzt schon entwickelt. Das macht keinen Sinn, aber ich glaube, es war irgendwas mit 40 oder so. Wir können ja trotzdem mal nachgucken. Entwickeln. Welches Pokémon strebt noch eine Entwicklung? Achso. Ach, ist... Ah, okay. Europ kann sich entwickeln. Ja, ach komm, dann entwickeln wir noch schnell die Pokémon hier. Obwohl, eigentlich will ich das... Ach, das machen wir irgendwann anders mal. Machen wir schnell bei Europ. Yugong, schön. Nein, ich will Yugong keinen Kosenamen geben. Dann einmal bitte Palim Palim. Ja. Hi. Mitglieder, wo ist denn unser lieber Haru? Da unten ist er. Haru ins Team. Alles klar, dankeschön. Jetzt haben wir ein schönes Vibrava. Noch nicht in den Dungeon gehen. Ich muss noch meine Link-Attacken wieder verbinden. Komm her. Hallo, Elevoltec. Doki, genau. Hier. Link. Ach, ist Dragon gar nicht mehr im Team? Wie, warte mal. Oh, lol. Stimmt, Dragon geht ja... Ach ja, Dragon verlässt das Team ja dann auch. Kacke, stimmt. Okay. Hey. Mitglieder, Dragon ins Team, dankeschön. Alter, unser IQ ist einfach mal so schlecht noch. Obwohl wir halt schon so viele Sachen haben. Wir haben 1,5 Sterne an IQ. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne es gibt. Ich locker 8 oder so. Die ganze Reihe halt voll. Das ist aber echt wenig. Also, wir haben echt wenig bisher. Heilige Kacke. Naja. Oh, jetzt haben wir ein cooles Vibrava im Team. Ist doch schön. Hat auch endlich mal ein bisschen mehr KP. Batz. Bär weg, das liebe ich. Oh, Alter, haben wir viele Erfahrungspunkte bekommen. Dadurch, dass wir zwei Pokémon gleichzeitig gekillt haben. Gekillt, sag ich schon. Oh, besiegt haben. Sieht das halt auch um einiges mehr aus. Das ist cool. Und wir haben ein Klargummi aufgehoben. Das will ich gerne haben. Keine Giftfalle, nein. Aber das Klargummi kriegen wir wohl nicht. Ich will nicht den ganzen Dungeon nach diesem Pokémon absuchen. Schnäppke! Ich weiß gar nicht, war das... Ich glaube, das war in Rubin und Saphir und Smaragd und so. Da habe ich Ewigkeit nach so einem verdammten Schnäppke gesucht, weil ich so ein Philnontor haben wollte. Oh, das war so ätzend. Ewigkeiten habe ich nach diesem Pokémon gesucht. Wie heißt das da nochmal? Das ist das Eis-Pokémon von Glaciola, genau, von Evoli, die Eisentwicklung. Die es seit Diamant und so gibt. Aua. Aua. Ach komm schon. Jetzt wird's aber langsam lächer. Ich hätte einfach die Link-Attacken einsetzen sollen. Wow, und die geben was? Nur 89 Erfahrungspunkte? Was? Alter. Okay. Gut, wir haben Belebersam aufgebraucht, weil eigene Dummheit. Schön. Oh Gott, ist das... Mann, ey. Nicht dein Ernte. Blendsam. Schade. Ich habe das B gesehen und habe mir gedacht, komm, Belebersam. Aber es war keiner. Empoleon. Oh nee. Oh nee. Was mache ich? Ich greife hier an. Ich will nicht. Ich mach mal Giga. Obwohl, noch brauche ich keinen Gigasauger. Ich mach mal, wo greife ich an? Hier, bei Schneebedeck. Ach, komm schon! Geh doch nicht immer daneben! Aber das ist ein Floragummi und dieses Floragummi würde ich sehr gerne haben! Ich will noch nicht sterben! Wen greife ich an? Ihn greife ich an. Oh!
besiegt, immerhin. Es laggt gerade ein bisschen. Habe ich das Gefühl? Ja, doch, es laggt ein bisschen. Och komm. Ich kann aber auch halt. Okay, ich muss eigentlich nur dieses Mundtier besiegen. Und. Ja, ich kann mich halt nicht bewegen. Fuck. Da muss ich eine Sinelbeere einsetzen. Sinelbeere. Und das Problem ist halt, keiner von meinen Teampartnern kann irgendwie um die Ecke schießen oder so. Ist ein bisschen kontraproduktiv. Aber er kann ruckzuck wieder einsetzen. Das ist halt das einzig Positive, dass er halt das Pokémon vor mir angreifen kann. Als ob, ey. So, ich will nur da vorne hin, zu der Treppe. Mehr will ich nicht. Ich muss nur zu der Treppe. Dann kann ich nämlich ganz schnell abhauen hier. Okay. Aber irgendwer hat ein Floragummi aufgesetzt, aufgesammelt. Ist egal. Ist egal, ich will dieses Floragummi nicht mehr. Wir wollen hier weg, danke. Oi, oi, oi. Wir hatten nämlich auch keinen Belebersamen mehr. Nichts hatten wir. Wir hatten nichts mehr. Alter Vater. Und irgendwer hat ein Braungummi aufgehoben. Das würde ich gern haben. Letaking hat das aufgehoben. Vielleicht ist er das Letaking ja und ist eingeschlafen. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Ich weiß es echt nicht. Graugummi. Graugummi. Eisen. Haru. Haru ist nämlich der, der als nächstes die Dings braucht. Nicht dein Ernte! Okay, Leute. Ich glaube, das ist unser Tod. Supergeil. Okay, ich will bitte nach hier gehen. Danke. Denn jetzt habe ich zwei... Also jetzt habe ich einen Teampartner, der noch mit mir kämpft. Das ist super. Das ist sehr geil. Hat sich erledigt. Wir sind besiegt. Alter, was ist das? Heilige Kacke. Eieieiei. Heftiges Damage. Warum zwei Monsterräume? Deswegen habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Ich hasse es, ey. Ich hasse es. Wir sind ja auch nicht mal unbedingt unterlevelt. Das ist ja das Problem. Aber wir haben halt in so einem Monsterraum null Chancen. Null. Oh. Naja, Leute. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.